Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung des Glücksspielrechts, Drucksache 20-5240. Und das Wort hat der Innenminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es hat eine gewisse Tradition, dass wir zu später Stunde über Glücksspiel in diesem Hause hier reden. Insofern will ich mich zumindest kurz fassen. Wir haben viele Argumente ja in den Debatten über den Glücksspielstaatsvertrag bereits miteinander ausgetauscht. Aber wir haben jetzt Gelegenheit, im Rahmen des Hessischen Glücksspielgesetzes die konkreten Regelungen, die sich daraus auch für das hessische Glücksspiel ergeben, dann miteinander zu beraten. Sie haben die Vorlage entsprechend gesehen. Ich will sie deswegen nicht in allen Einzelteilen hier noch einmal bewerten und vortragen. Es gibt unterschiedliche Regelungen, die wir dort vorgesehen haben, vom Konsum und Verkauf alkoholischer Getränke in den Wettspieleinrichtungen. Wir haben das Thema Regelungen und Lage zum Mindestabstand dort. Wir haben Sperrzeiten, alles Regelungen des Kinder- und Jugendschutzes. Wir müssen die entsprechenden Zuständigkeiten anpassen, die sich im Glücksspielstaatsvertrag geändert haben. All das tun wir. Ich freue mich sehr, dass wir in der Landesregierung die Initiative aufgenommen haben, die der Landessportbund und die Wohlfahrtsverbände uns im Rahmen der Ressortanhörung oder im Rahmen der Anhörung, der Regierungsanhörung schon aufgegeben haben. Sie haben darum gebeten, dass wir die entsprechende Erhöhung der Spieleinsätze, die Verteilung der Spieleinsätze entsprechend erhöhen um 10%. Das war ohnehin vorgesehen, aber wir werden das nunmehr mit diesem Gesetz um ein Jahr vorziehen. Ich glaube, dass das auch ein Corona-gerechter Umgang mit den Verbänden ist. Insofern freue ich mich darüber und freue mich ebenfalls auf die Beratung des Gesetzes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Vohl von der AfD-Fraktion für die Aussprache gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Da das Hessische Glücksspielgesetz zum 30. Juni ausläuft, ist eine Anschlussregelung erforderlich. Außerdem müssen Änderungen und Anpassungen an dem Gesetz vorgenommen werden, da die Landesregierung erst kürzlich den Glücksspielstaatsvertrag trotz eklatanter Bedenken namhafter Institutionen verabschiedet hat. Wie auch beim Glücksspielstaatsvertrag bleiben wir als FDP-Fraktion dabei, dass es sich bei diesem Gesetzentwurf im Kern um ein gutes und wichtiges Bestreben handelt, da es unter anderem auch den Schutz unserer Bürger fördern soll. Umso wichtiger erscheint mir daher eine inhaltliche und konstruktive Debatte. Zur Begrenzung der Wettvermittlungsstellen sollen verschiedene Regelungen zu deren Lage und Mindestabstände zueinander eingeführt werden. Beispielsweise ist es vorgesehen, eine fußläufige Entfernung von 250 Metern sowohl zu Suchtberatungsstellen, Suchtbehandlungsstätten oder auch zu Schulen der Mittel- und Oberstufe einzuführen. Vom Kern her ein berechtigtes Vorhaben. Nur fehlt mir an dieser Stelle wieder einmal die wissenschaftliche Grundlage, auf Basis welcher Studien, Forschung oder Empfehlungen werden diese Empfehlungen festgelegt. Bereits im Glücksspielstaatsvertrag haben Sie auf gut Dünken eine zu verzockende Höchstgrenze von 1.000 € pro Spieler festgesetzt. Denn wir, die AfD-Fraktion, gehen davon aus, dass sowohl der Abstand von 250 Metern z.B. zu Schulen und von 50 Metern zur nächsten Spielhalle viel und eindeutig viel zu wenig ist. Hier muss noch einmal nachgedacht und vor allen Dingen nachgebessert werden. Sehr verehrte Damen und Herren, Politik ist keine Spielhalle, in der wir als Politiker Pi mal Daumen schätzen und um Zahlen zocken können. Politik ist das auf Empirie, Fakten und Forschung beruhende verantwortungsvolle Denken und Handeln im Sinne unserer Bürger. Oder sollte es zumindest sein? Zumindest versucht die Landesregierung weiterhin im Nachhinein für ihre
fehlende Wissenschaftlichkeit Abhilfe zu schaffen. Mit § 2 möchten Sie die Finanzierung geeigneter Projekte zur Erforschung der Glücksspielsucht sicherstellen. Ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Schutz des Bürgers. Wir als AfD-Fraktion begrüßen die sinnvolle Verwendung von Geldern, um einen nachhaltigen Beitrag zum Schutze unserer Bürger zu gewährleisten. Apropos sinnvolle Verwendung von Geldern. Gemäß § 6 ist eine Subventionierung von Verbänden und gemeinnützigen Einrichtungen vorgesehen. Die Destinatäre sollen ab Januar 2022 eine weitere 10-prozentige Erhöhung der Mittel erhalten. So darf sich der Landessportbund Hessen dann über einen Betrag von über 24 Millionen € freuen. Gerade für das Land Hessen, für das Sportland Hessen, eine nachhaltige Investition, leiden unsere Sportvereine doch massiv unter der anhaltenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Misswirtschaft der Landes- und der Bundesregierung. Die Liga der freien Wohlfahrtsverlage, der Hessische Jugendring, der Ring politischer Jugend und diverse Träger außerschulischer Jugendbildung dürfen sich in Summe auf ca. 18 Millionen € freuen. Ich betone an dieser Stelle ausdrücklich, es handelt sich hierbei um ein ehrenwertes und wichtiges Engagement, das seitens der AfD-Fraktion volle Rückendeckung bekommt. Ich möchte aber dafür sensibilisieren, dass sichergestellt werden muss, dass dieses Geld auch wirklich dem eigentlichen Zweck zugutekommt und nicht in Projekte linker Ideologien oder für einseitige Parteienfinanzierung missbraucht wird. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die Landesregierung die zweckmäßige Verwendung der Mittel revisionssicher überprüfen und nachhalten wird. Begrüßenswert ist hingegen ihr einigermaßen erkennbares Bekenntnis zum Datenschutz der Spieler. Gemäß § 3 dürfen die Daten gesperrter Spieler nur für die Kontrolle der Spielersperre verwendet werden. Darüber hinaus können die Betroffenen ihre Auskunftsrechte gegenüber der Stelle geltend machen, die für die Sperre zuständig ist. An dieser Stelle möchte ich Sie nochmals an die Grundrechtseinschränkungen durch die Hintertür im Glücksspielstaatsvertrag erinnern. Sehr geehrte Damen und Herren, Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Denn die Unantastbarkeit der Grundrechte ist das höchste Gut unserer Demokratie. Das Hessische Glücksspielgesetz ist eine gute Sache, jedoch sollten die verbleibenden Mängel durch fundierte Sacharbeit ausgemerzt werden. Die AfD wird diesem Gesetzentwurf unter Anmerkung der vorgenannten Mängel zustimmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vohl. Als nächstes hat der Abgeordnete Bauer von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Anlass dieses Gesetzentwurfs wurde bereits erläutert. Wir haben den Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet mit Stimmen der Regierungskoalition. Und jetzt sind eben Änderungen und Anpassungen im Hessischen Glücksspielgesetz die Folge. Das ist nämlich das landesrechtliche Ausführungsgesetz. Und das müssen wir entsprechend anpassen, auch weil es zum 30. Juni 2021 ausläuft. Und die Regelungsbereiche wurden auch schon angesprochen. Das sind 5 Stück an der Zahl, die ich kurz zusammenfassen möchte. Aufgrund der gesonderten Festschreibung der Zustimmungsregularien kann ein Großteil der im alten Gesetz vorhandenen Zustimmungsbeschlüsse entfallen. Da können wir das Gesetz entschlanken. Und im zweiten Bereich wird die Verteilung der Spieleinsätze geregelt. Das betrifft vor allem die 10-prozentige Anhebung der gesetzlich zugewiesenen Beträge der vom Land Hessen veranstalteten Zahlenlotterien. Ich komme darauf noch einmal im Detail zurück. Der dritte Bereich ist die Klärung der Wettvermittlungs- und der Annahmestellen. Sie erfahren eine rechtliche Konkretisierung mit dem Ziel, sie entsprechend angemessen zu begrenzen. Und die Kollegen haben schon genannt, dass es da verschiedene Vorschläge gibt, die natürlich in der Anhörung auch entsprechend einmal dargestellt werden. Der Mindestabstand wird sicherlich hier ein Thema sein. Aber auch die Frage von dem Verbot des Alkoholausschanks, der entsprechenden Einlasskontrollen mit dem Ziel der Altersfeststellung, dass der Vertrieb von Waren und der Erbringung von Dienstleistungen untersagt wird,
dass, wie gesagt, die Zulässigkeit auch von Selbstbedienungsterminals geregelt wird und dass es auch Regelungen gibt, klare Regelungen, erstmalig Regelungen im Gesetz zu den Sperrzeiten und zu der Feiertagsruhe in diesen Wettvermittlungsstellen. Der vierte Bereich ist, dass natürlich die neuen Zuständigkeiten im Glücksspielbereich auch rechtlich dargelegt werden müssen. Für die Erlaubniserteilung von Wetten im Internet ist ja künftig laut Glücksspielstaatsvertrag die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder zuständig und die Verantwortlichkeit für gewerbliche Spielevermittler ist auf das Regierungspräsidium in Darmstadt übergegangen. Und im fünften Bereich werden aufgrund der veränderten Zuständigkeiten der Ordnungswidrigkeitenkatalog entsprechend deutlich ausgedünnt und reduziert. Das sind alles in allem insgesamt wenig spektakuläre Änderungen, aber trotzdem möchte ich am Ende auf eine wichtige Neuerung hinweisen. In jedem Fall ist die 10-prozentige Erhöhung der Landeszuwendung an die Destinatäre aus den Einnahmen der Lotterie im kommenden Jahr 2022 eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Die Destinatäre, also die fachkompetenten Trägerorganisationen aus den Bereichen, die uns bekannt sind, zum Beispiel der Landessportbund, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Hessische Jugendring, die Träger der außerschulischen Jugendbildung nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und auch der Ring politischer Bildung, sie alle profitieren von den entsprechenden Einnahmen der Lotterie, die in Hessen veranstaltet wird. Und die entsprechenden Ministerien des Landes ebenso, denn sie erhalten diese Erträge zur zweckgebundenen Verwendung. Das ist alles in allem, meine Damen und Herren, eine sehr gute Investition, die ausgeschütteten Gelder, eine gute Investition in Sport und Ehrenamt. Und ja. Denn mit diesen Geldern kann vor Ort viel Gutes getan werden. Das geht bis in den Bereich der entsprechenden Förderung von Umweltmaßnahmen. Wir haben teilweise auch Bereiche, wo der Denkmalschutz unterstützt wird. Also es ist ein breites Feld, wo Lotto und Toto im Land wirkt und dass das den Menschen zugutekommt, die hier wohnen, leben und arbeiten. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Gesetzeswerk auch gut und zügig beraten können. Ich denke, der Ausschuss wird sich entsprechend dann auch zusammenfinden. Und ich bitte darum, dass wir das entsprechend auch anpacken. Die CDU jedenfalls, das darf ich meiner Fraktion sagen, wir unterstützen diese vorgelegten Änderungen und Anpassungen und freuen uns auf die entsprechenden Beratungen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bauer. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rudolph für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, irgendwie in der Tat, Glücksspiel wird mit der Nacht in Einklang gebunden, Innenminister hat es gesagt, also könnte man ja sagen, muss man besonders aufpassen. Ja, das ist natürlich jetzt die Fortsetzung, Verabschiedung Glücksspiel, Staatsvertrag in hessisches Landesrecht, müssen entsprechende Regelungen umgesetzt werden. Und eine erfreuliche Tatsache, Herr Kollege Bauer, es soll ja anscheinend jetzt auch eine vernünftige parlamentarische Anhörung geben, mündlich und schriftlich. Das ist ja schon mal was, weil das ist ja bei Schwarz und Grün keine Selbstverständlichkeit mehr. Also insofern ist das schon mal eine positive Geschichte bei diesem Gesetzentwurf. Das war ein offenes Lob, Herr Kollege Frömmrich, obwohl es eine pure Selbstverständlichkeit ist. Meine Damen und Herren, ein Schwerpunkt der parlamentarischen Beratung bei uns wird sein, die möglichen Gefahren, die Spielsucht hervorbringt, in diesem Gesetzentwurf sein. Das war ja das, wo wir eine mündliche Anhörung wollten bei der Verabschiedung des Glücksspiel-Schwarzvertrages, was Sie ja abgelehnt haben. Weil wir haben uns natürlich auch im Rahmen dieses Gesetzentwurfs bereits damit auseinandergesetzt. Durch die vorgesehene Ausweitung des Glücksspielangebotes wird es, so sagen Suchtexperten, unabhängig voneinander mehrere zu einer Erhöhung des potenziellen Spielinteresses an mehreren Glücksspielen kommen. Die Gefahr einer Angebotsdichte wird von den Experten gesehen, weil insbesondere an einem Ort, und das zieht einen erhöhten Spieleinsatz nach sich. Und je mehr ich spielen kann, umso mehr kann ich auch an Geld verlieren. Und wenn ich wenig habe, geht das, was ich habe, möglicherweise für Spieleinsätze drauf. Und deswegen ist das unter Suchtpräventionsgesichtspunkten mehr als bedenklich zu sehen. Auch die Schwierigkeit, auf die will ich hinweisen, in Gaststätten wird üblicherweise auch Alkohol eingeschenkt, dann kann das möglicherweise auch die Hemmschwelle sinken, um zu spielen, weil das nach Ihrem Gesetzentwurf an der Stelle möglich ist. Also, das wird für uns ein zentraler Punkt sein, wie gewährleisten wir einen umfassenden Spielerschutz in der Anhörung sein. Als Zweites, auch wenn Sie das gelobt haben, Herr Bauer,
Die sogenannten Destinatäre sollen in ihrem Gesetzentwurf in der Tat, das sind große Organisationen, der Landessportbund repräsentiert über 2 Millionen Mitglieder, die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, der Jugendring, die Träger der außerschulischen Jugendbildung sowie der Ring politischer Jugend. Das sind in der Tat Organisationen, wo es um viel Ehrenamt geht. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir Toto-Lotto-Mittel nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren dafür einsetzen, weil die Erlöse, die da erwirtschaftet werden, im letzten Jahr hatten wir einen Rekordumsatz von über 730 Millionen Euro, werden gut angelegt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben Sie gemacht? Nachdem wir mit der ersten Erhöhung im Jahre 2020 schon gesagt haben, die 10% reichen nicht aus Erhöhung, weil es jahrelang nichts gab, Ihnen die Destinatäre, die ich eben genannt habe, gesagt haben, wir brauchen eine deutlich höhere Erhöhung, weil wir in den letzten Jahren Aufwendungen hatten bei den Personalkosten, bei den Betriebskosten, haben Sie in Aussicht gestellt, wir machen das zeitnah. Der Entwurf der Regierungsanhörung sah eine Erhöhung zum 01.01.2023 vor. Und die Destinatäre, als wir mit Ihnen Kontakt hatten, waren hell empört und fühlten sich von Ihnen, naja, ich will keinen anderen Ausdruck gebrauchen, schon ziemlich hinters Licht geführt. Ich finde, in Sonntagsreden vom Ehrenamt reden und Montag das Gegenteil machen, das passt an der Stelle einfach nicht zusammen. Und jetzt müssen die Destinatäre auch wieder als Bittsteller auftreten. Und ich finde, das haben diejenigen Frauen und Männer, ich beziehe mich insbesondere aufs Ehrenamt, nicht nötig, weil sie leisten, und das haben wir gerade in der Pandemie auch gesehen, die leisten enorm, und wir sehen eigentlich, was fehlt. Und nach der Pandemie müssen solche Strukturen auch wieder möglich sein. Und ich bin nicht sicher, ob im Ehrenamt tatsächlich auch alles wieder aufgebaut werden kann. Und deswegen werden wir uns das genau anschauen und überlegen, einen Änderungsantrag einzubringen, nämlich die Erhöhung um 10% für die Destinatäre zum 01.07.2021 zu machen. Es ist dringend notwendig in der Sache. Das haben Ihnen auch alle Destinatäre geschrieben. Und Sie haben es wieder durch die Hintertür versucht hinauszuschieben, weil das Geld, was Sie nicht ausschütten an die Destinatäre, bleibt bei Herrn Boddenberg. Und Finanzminister haben die unangenehme Eigenschaft, Sie nehmen alles, was Sie kriegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und deswegen wird der Gesetzentwurf in die parlamentarische Beratung gehen. Das ist gut so, aber es ist nicht der große Wurf, den Sie angekündigt haben. Schade, dass immer die Destinatäre als Bittsteller auftreten müssen. Ich finde, das sollte man an der Stelle nicht machen. Übrigens auch schade, dass Sie den gemeinsamen Konsens, der über viele Jahre hier im Landtag bestehen hat, erneut nicht zustande gebracht haben, weil Sie es politisch nicht wollen. Toto Lotto und der Bereich war eben einer, wo wir wirklich gemeinsam über viele Jahre etwas hingekriegt haben. Aber das wollen Sie nicht, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Ich hoffe, es gibt eine vernünftige parlamentarische Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Als nächstes hat dann der Abgeordnete Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach der Verabschiedung des Staatsvertrags legt die Landesregierung jetzt die Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes vor. Wie in der Debatte um den Glücksspielstaatsvertrag vielleicht bereits angekündigt, wollen wir hier die notwendigen Anpassungen vornehmen und die im Staatsvertrag hinterlegten Regulierungen in hessisches Recht überführen. Das Hessische Glücksspielgesetz läuft am 30.06.2021 aus. Wir wollen daher ein zügiges und geordnetes Gesetzgebungsverfahren, das uns die Möglichkeit gibt, die Verbände und die Betroffenen zum Glücksspielgesetz zu hören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, dass wir mit der Verabschiedung dieses Gesetzes auch eine Zusage an die Destinatäre aus dem Jahr 2018 umsetzen können, Herr Kollege Rudolph. Wir wollen die Landeszuwendung an die Destinatäre zum 1. Januar 2022 um 10% erhöhen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht für diejenigen, die sich im Sport, bei der Wohlfahrtspflege engagieren, die im Jugendring oder in der außerschulischen Jugendbildung aktiv sind und die im Ring politischer Jugend organisiert sind. Ich finde eine gute Nachricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will ja auch mal, weil der Kollege Rudolph das ein bisschen hier auch zum Thema gemacht hat,
noch einmal etwas über die Erhöhung der Mittel sagen. Herr Kollege Rudolph, ich kenne und Sie kennen die auch, die Destinatäre alle, auch persönlich und die Verbände. Ich habe von den Destinatären noch nie erlebt, dass sie als Bittsteller zu uns kommen. Ich kenne die eigentlich als sehr selbstbewusste Verbände, die schon genau sagen, was sie von uns wollen. Also Bittsteller kenne ich bei denen nicht. Und von daher finde ich den Begriff, den Sie da eingeführt haben, an der Sache vorbei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens. Man muss ja auch mal sehen, um was für Beträge das geht. Vielleicht sollte man das auch noch mal in Erinnerung rufen, weil Sie gesagt haben, es sei ja seit vielen, vielen Jahren nichts gemacht worden. Ich will mal daran erinnern, dass wir früher eine prozentuale Beteiligung hatten. Die haben wir geändert. Dann haben wir einen Deckel gehabt, der die Zuwendungen gedeckelt hat. Den haben wir geändert und weggenommen. Dann haben wir die Destinatäre, die Mittel für die Destinatäre erhöht. Es geht hier um im Jahre 2013 bis 2019 um insgesamt rund 35 Millionen Euro. Das muss man doch mal sagen. Und da hier so eine Debatte anzuzetteln, finde ich nicht der Sache nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch noch einmal dazu sagen, wir haben 2018 dann gesagt, zum Jahre 2020 erhöhen wir um 10%. Das sind immerhin ein Zuwachs von 3,5 Millionen Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum 1. Januar 2022 wollen wir es noch einmal um 10% erhöhen. Das ist ein Zuwachs von 3,85 Millionen Euro. Viele andere Institutionen, die vom Land Hessen Geld bekommen, würden sich sehr freuen über derartige Erhöhungen ihrer Mittel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher finde ich, sollte man in der Debatte auch einmal auf dem Teppich bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine gute Nachricht finde ich das für die Destinatäre. Ich finde, es ist gut eingesetztes Geld. Da stimme ich dem Kollegen Rudolph ausdrücklich zu. Da wird eine sehr wichtige und sehr gute Arbeit der Verbände gemacht. Und das Geld, was wir dafür bereitstellen, ist auch gut angelegtes Geld. Der Gesetzentwurf sieht im Übrigen Regelungen zur Regulierung und Bedingungen für die Wettvermittlung und für die Annahmestellen vor. Ich will hier nur ein paar Dinge zitieren. Das geht um die Lage und den Mindestabstand zu Schulen, die zu Suchtberatungsstellen, die Vermittlungsstellen dürfen nicht in Kleinstgewerbegebieten oder in Wohngebieten oder in reinen Wohngebieten sein. Die Frage von Waren und Dienstleistungen, die in diesen Stellen angeboten wird, wird geregelt. Alkoholverbot wird dort geregelt. Die Abgabe von Getränken und von Speisen umsonst oder unterhalb des Marktwertes wird da geregelt, damit man keine Anreize schafft, für Personen in diese Vermittlungsstelle zu gehen, nur um davon zu profitieren und da ihre Wetteinsätze zu hinterlegen. Das sind alles Regelungen, die da drin sind. Die Sperrzeiten werden geregelt. Widerrufstatbestände, Ordnungswidrigkeiten, Jugend- und Spielerschutz ist beinhaltet, Regelungen zu Spielersperren und Regelungen für Testkäufe und Testspiele. Alles Dinge, über die wir, finde ich, sehr intensiv auch dann in der Anhörung im Ausschuss reden können. Ich glaube, dass der Gesetzentwurf in der Zielrichtung ein sehr guter ist. Wir freuen uns auf die weiteren Debatten und die Anhörung im Innenausschuss. Ich wünsche mir, dass wir in diesem Punkt dann vielleicht auch zu einer sachgerechten Debatte über das, was der Gesetzentwurf beinhaltet, kommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Als Nächstes hat sich der Abg. Müller aus Heidenroth zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hätte nicht gedacht, dass Sie es schaffen, Herr Frömmrich, dennoch noch einmal meinen Blutdruck an dem Abend hochzujagen. Aber mit dem, was Sie hier gerade erzählt haben, mit welcher Begeisterung die Destinatäre jetzt dankbar sein dürfen, dass die Landesregierung jetzt das Füllhorn über ihn ausschüttet, sie können endlich in Saus und Braus leben. Ja, meine Güte, wo leben Sie denn? Es gab jahrelang überhaupt keine Erhöhung. Es wurden im Jahr 2019 Statistiken vorgelegt, dass wir um 25% mindestens erhöhen müssen, um Inflation, Arbeitskosten und anderes, was angestiegen ist, ins einzelne Detail aufgeschlüsselt, auszugleichen. 25% 2019. Jetzt haben wir 2020 10% gemacht. Und dann haben Sie noch versucht, Herr Minister, für 23 erst noch ein Jahr zu schieben, die in weiteren 10% hinten nachzulegen. Und dann lassen Sie sich hier dafür feiern, dass die endlich ihr verdientes Geld kriegen?
wo Sie sich sonst hinstellen und erklären, es wäre so wichtig im Sportland Hessen und so weiter und so fort. Also sich dafür noch so feiern zu lassen, meine Damen und Herren, das ist echt eins zu viel. Und deswegen können Sie auch nicht erwarten, dass wir ernsthaft diesem Gesetzentwurf so zustimmen. Wir haben damals schon einen Änderungsantrag gebracht, um 25% zu erhöhen. Das haben Sie abgelehnt. Wir werden das deswegen auch nicht machen. In der Tat ist eine Überlegung, das zum 1. Juli noch zu machen. Das müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Aber das ist der erste Punkt, der nicht passt. Der zweite Punkt, der nicht passt, oder wo ich gespannt bin, ist das Thema Anhörung. Ob der miese Stil der Landesregierung und der Koalition sich fortsetzt und wir wirklich eine Anhörung kriegen oder nicht, sind wir mal gespannt im Ausschuss. Sind wir wirklich mal gespannt. Und es ist bewusst gesagt mieser Stil, weil ein Großteil der Punkte, die in der Anhörung zum Glücksspielstaatsvertrag hätten angehört werden müssen, jetzt gar nicht mehr zur Debatte stehen. Entscheidende Punkte wie Limitdatei, Datenschutz, die Kritik der Datenschutzbeauftragten an den verschiedenen Dateien und der Funktion, dass man daraus einen gläsernen Spieler machen kann, die ist jetzt gar nicht mehr zur Debatte. Man kann den Paragraphen 3 loben und sagen, dass da jetzt hier eine Regelung ist für die Sperrdatei. Ja, aber was ist mit den anderen Dateien? Was ist mit den anderen Dateien, die ich auch übereinanderlegen kann? Da haben Sie gesagt, uns vertröstet, das können wir ja dann zusammen mit dem Glücksspielgesetz machen. Es steht nur überhaupt nicht hier drin. Es ist nämlich abschließend im Glücksspielstaatsvertrag geregelt. Das heißt, Anhörung erledigt, vertröstet und jetzt machen Sie vielleicht sogar eine Anhörung, aber es geht ja nicht mehr um die wesentlichen Sachen. Die sind erledigt. Und das ist schon eine Kritik, die ich hier an der Stelle noch mal ganz deutlich hervorheben will. Und der dritte Punkt, und das sind dann die ganzen verschiedenen Themen, da kommen wir vielleicht dann schon an vielen Punkten näher beisammen. Ich halte es zum Beispiel für richtig, wenn wir sehen, dass jetzt verschiedene Angebote an einer Stelle gemeinsam angeboten werden können, weil sich dadurch durchaus auch der Spielerschutz besser gewährleisten lässt, weil sich auch in der Betreuung und in den Menschen, die dort entsprechend tätig sind, professionelleres Verhalten gewährleisten lässt, als wenn man es verteilen würde. Deswegen sind auch Mehrfachkonzessionen durchaus ein Weg, den man gehen kann. Wir haben noch verschiedene andere Punkte, aber ich will darauf gar nicht eingehen. Das können wir dann in der Tat in den weiteren Beratungen machen. Das Thema Mindestabstand ist ein spannendes. Wenn man dort über die 250 Meter hinausgehen will, kommt man sehr schnell dahin, dass es in Städten wie Wiesbaden und Frankfurt gar nicht möglich ist, entsprechend Angebote zu schaffen oder in sehr geringem Maße nur. Das kann man machen, wenn man es verhindern will, dass es solche Angebote gibt. Aber das ist ein Problem, auf das ich zumindest hier schon mal hinweisen muss. Und wir haben auch das Online-Spiel. Insofern sind Abstandsregelungen ohnehin eine spannende Frage. Wenn ich parallel natürlich dann einfach online spielen kann, dann habe ich dort den Schutz, der damit eigentlich erreicht werden soll, auch nicht. Aber das sind Dinge, die wir in der Tat dann auch in dem weiteren Verfahren angehen können. Aber ich muss ganz offen sagen, der Umgang mit den Destinatären, ich habe es vor 2 Jahren in der Debatte damals schon gesagt, kommen Sie mir nicht und lassen Sie sich in 2 Jahren dafür feiern, dass Sie wieder 10% zusätzlich zur Verfügung stellen. Und genau das machen Sie wieder. Es wundert mich eigentlich, aber es wurde ja noch rechtzeitig vor der Kommunalwahl eingebracht. Insofern wird es da auch vermarktet. Und natürlich kamen die Destinatäre und mussten bitten. Und es waren alle Fraktionen dabei und haben es mitbekommen in einer Videokonferenz letzte Woche mit der ausdrücklichen Bitte des Landessportbunds, dass man da doch noch mal genau schauen soll und ob man es nicht noch mal vorziehen könnte auf 2022. Und das ist etwas, das muss nicht sein. Dort wird eine so wertvolle Arbeit geleistet, sei es beim Landessportbund oder bei den anderen Verbänden, die dort betroffen sind, Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit und so weiter und so fort. Da muss man doch nicht so mit denen umgehen und sich dann doch sozusagen dafür feiern lassen. Wahrscheinlich gibt es am Ende von dem einen oder anderen auch noch offiziellen Dank, weil man abhängig ist. Und dieses System so auszuspielen, das, finde ich, gebietet sich nicht. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Und als nächstes hat der Abgeordnete Schaus für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In regelmäßigen Abständen von 1 bis 2 Jahren beschäftigen wir uns hier mit Gesetzesänderungen zum Glücksspielrecht. Mal ist es wie jüngst der Staatsvertrag, mal ist es das Hessische Glücksspielgesetz. Staatsvertrag und Gesetz beziehen sich aufeinander, und deshalb wäre es auch sinnvoller, wir würden die Regelung gemeinsam beraten und nicht nacheinander. Und es wäre noch sinnvoller,
wir hätten genügend Zeit für diese Beratung, damit auch ein geordnetes Anhörungsverfahren mit Expertinnen und Experten überhaupt noch möglich ist. Daran habe ich nämlich meine Zweifel, wenn am 1. Juli dieses Gesetz, und das steht ja im Gesetz bereits drin, in Kraft treten soll. Da sind nämlich nur noch 3 Monate Zeit. 3 Monate ist aber vorhin eine mündliche Anhörung im Innenausschuss, die ich für zwingend notwendig halte, aber eigentlich zu kurz. Warum also schon wieder dieser Zeitdruck? In der Problembeschreibung zum Gesetz heißt es unter 3b, Zitat, Glücksspiele dürfen nicht zu einem Gut des täglichen Lebens werden. Aus Spielerschutzgründen ist ein restriktiver Umgang mit entsprechenden Angeboten zu üben. Und genau darum muss es in den Beratungen mit den Expertinnen und Experten auch im Detail gehen. Schon beim Glücksspielstaatsvertrag hatten wir dafür keine Zeit, und jetzt läuft uns das schon wieder die Zeit davon. Ich möchte vor der Beschlussfassung des Gesetzes zum Beispiel wissen, reicht der vorhandene Mindestabstand von 250 Metern zu Schulen überhaupt aus? Ist es richtig, dass nun auch Lotto-Produkte in Wettbüros betrieben werden können? Reichen die Regelungen zu Sperrzeiten und zur Feiertagsruhe aus? Und wie sieht eine angemessene Begrenzung der Wettvermittlungsstellen aus? Das Gesetz enthält, es ist ja schon angesprochen worden, nun auch die weitere Erhöhung der Ausschüttung an die Destinatäre um 10%. Darüber hatten wir bereits vor gut einem Jahr kontrovers diskutiert. Zur Erinnerung, wir wollten schon damals die Erhöhung um 20% in einem Schritt, nachdem die Verbände seinerzeit nachvollziehbar dargelegt hatten, dass sie seit der vorliegenden Erhöhung in 2009 respektive 2013 eine Kostensteigerung von ca. 30% zu schultern hatten. Also da jetzt in Jubelstürme auszubrechen, wie der Kollege Frömmrich das getan hat, kann ich nicht nachvollziehen. Auch wir unterstützen im Übrigen die Erhöhung noch in 2021 und würden einen entsprechenden Antrag der SPD dazu auch zustimmen. All diese Fragen und noch viel mehr müssen intensiv im Ausschuss beraten werden, und dafür brauchen wir auch die notwendige Zeit. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung des Glücksspielrechts mit der Drucksache 20-5240 zur weiteren Beratung in den Innenausschuss überweisen. Ehe ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, wollte ich Ihnen bzw. den Mitgliedern des Kulturpolitischen Ausschusses die freudige Mitteilung machen, dass Sie keine halbe Stunde warten müssen, sondern direkt im Anschluss an die Sitzung im Raum 501 zur Sondersitzung des Kulturpolitischen Ausschusses zusammenkommen können. Ich sehe, wenigstens wenigen macht es Freude.